Habla vos. Hallo. Hola. Wie geht's? Alles gut? Also, wir machen weiter mit Serie Colgadas. Aber dieses Mal mit Planer. Planer. Ja? Man planiert nach hinten, ja? Genau. Also. Mir geht's alles gut. Gut. Mir geht's gut. Es ist so früh, dass wir. Okay, also. Attenzione. Ich muss. Ein bisschen bringen wir die Damen seitlich, lassen wir ein bisschen Platz frei. Gerade, lassen wir ein bisschen Platz frei, bringen wir die Dame mit uns parallel und gehen wir zurück nach vorne in ein Passo Americano. Okay? Passo Americano und diese Bein muss ich schicken einfach zu euch. Ja, das heißt, ich mache einen Schritt mit einer Pusteblume. Aber ich muss die Dame hier drüben haben. Deswegen werden wir, während die Drehung hier hinten, die Hand von einem Schulterblatt in ein anderes Schulterblatt und die Dame seitlich halten. Hier, hier, jetzt gehe ich mit meiner Hand rüber. Diese Hand natürlich zwischen uns beide, das ist wichtig. Jetzt mache ich einen Schritt mit einer Pusteblume sozusagen, werde ich den anderen Bein werde ich zu euch schicken. Aber ich habe die Flavia in meiner rechten Hand. Deswegen bleib bei mir, weil ich den Impuls ein bisschen größer gebe, öffnet sich die Bein. Hier, Wechsel, Schritt und bleib da im Prinzip. Okay? Also, ich habe geschafft, jetzt den Bein zu öffnen. Das macht ihr einige Male, dass ihr einfach das Gefühl habt, ich habe die Frau rückmeldet, ja, ah ja, ich spüre das, ah ja, du hast mich und der Bein geht. Okay? Gut. Normalerweise, der Bein ist. Es gibt immer ein freies Bein. Ja? Wenn ich mit dem ganzen Gewicht auf jeden Schritt gehe, es wird schwierig. Ja? Klar, das muss man einfach das technisch schon klar haben. Okay? Okay, aber in unserer Tanzerfahrung geht es ganz klar. Gut, hier, hier, da. 1, 2, 3, Ochsenberg. Gut. Jetzt, wenn ich das gemacht habe, Männer, laufe ich rückwärts. Mit kleinen Schritten. Und das ermöglicht mich, die Frau in die gleiche Position zu lassen und fliegen lassen, diese Beine in geöffnete Position. Und wenn ich aufhören möchte, will ich sie in ein Vorwärts-Ocho. Also dann höre ich langsam einfach auf mit dem Planeo und werde ich meine Beine aufmachen fürs Ankommen der Dame. Also irgendwann höre ich einfach auf und öffne. Also ich laufe rückwärts auf und hole ich mir die Dame in ein Vorwärtsrutschen. Das wird so aussehen. Seitlich. Öffnung. Gehe rückwärts und provoziere ich den Vorwärtsrutschen am Schluss. Zeige ich das nochmal. Erst entspannt. Hier. Natürlich kann man dann das Ganze extremer machen. Aber wenn ich das extremer mache, dann werde ich wahrscheinlich andere Vorbereitung, anderen Schwung provozieren. Deswegen am Anfang slowly. Okay? Wir müssen einfach das langsam aufbauen. Gut. Für den Anfang
ist prima. Wir kennen überhaupt ein Gancho nach die Colgada in Treo. Okay, wir hatten überhaupt auch mit euch ein Video gemacht für euch, wo wir die Frau in den Vorwärtsochos, in zwei Schienen, erinnert euch? Dies, 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 Pusteblume, geht meine linke Hand nach hinten, nach vorne und gehen wir nochmal raus in ein Grundschild zum Beispiel. Gut, ich könnte ein Planeo in eine Colgada geführt in ein Gancho und dann nochmal raus. Also, ich zeige am besten in diesem Weg. Planeo bleibe ich mit dem Bein vorne. Und hole ich den Gancho. Das heißt, ich habe kleine Schritte, ich habe Pusteblume, habe ich kleine Schritte rückwärts. Jetzt will ich den Gancho, lasse ich meine rechte vorne und gehe ich mit dem linken nach hinten verdreht und hole ich mit meinem oberen Körper diese freie Beine. Okay? Planeo, 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 planeo. Jetzt will ich aufhören. Wichtig ist, wenn ich aufhöre, dass mein Bein ein bisschen vor dem Bein von der Dame bleibt, damit biete ich den genügend Raum für den Gancho. Okay? Für die Frau, gute Nerven, Chicas. Gute Nerven. Männer, wenn du ein Planeo gemacht hast, die linke Hand muss da bleiben. Und wenn du jetzt den Gancho haben willst, dann musst du ein bisschen den linken Arm mit deinem oberen Körper dissozieren, Gancho und zurück. Auf was musst du beachten ein bisschen, wenn diese Geduldmoment, das ist nicht einfach, Chicas. Geduld in welchem Moment? Ja, wenn ich die Planeo habe. Geduld war eine schlechte. Eine schlechte Füllung. Das schon, aber nee, ja, die Füllung ist also, wichtig. Ich denke nicht, mein Bein ist frei. Ja, es ist frei. Ich bin komplett auf meinem Körper, meine Achse oder außer der Achse, aber immer in meine Körper, ja, in meine Linie. Und wenn dein Bein frei ist, mach einfach. Ich halte dein Bein hinten bis zum Ende der Bewegung. Was die nächste Bewegung ist, wir wissen nie. Ja. Er führt das. Es kann ein Ocho sein, so ein einfacher Schritt. Es kann ein Gancho sein, es kann ein Boleo sein, es kann viele Sachen danach. Also deswegen sage ich, so lass den Bein frei bis zum Ende, die Bewegung, und danach antworten. Nur antworten, was es kommt, egal was. Was die Frau machen kann, ist ihre Tanzhaltung verlassen. Weil wenn ich zum Beispiel sie in diese Position, ja, in diese Position, die Frau kann diese Position verlassen, insofern wie zum Beispiel, okay, wenn sie diese, mit dieser Arm zieht, acortala, tira con este brazo, al revés, tira. Tira. Aha. Wenn sie zieht, dann holt sie den Becken. Und dann habe ich als Mann ein Problem. Ja, weil der Becken von ihr geht schon in ein Ocho und ich wollte noch länger ein Planeo machen. Ja, es kann nicht sein, dass die Frau sagt, ich weiß schon, da kommt ein Gancho und so weiter. So, dann Geduld. Ja, nicht direkt in den Gancho kommen, weil es kommen viele andere Möglichkeiten. Das müssen wir lernen. Nicht direkt antworten für etwas, was wir denken. Ja, einfach warten. Warten und reagieren. Die freie Hand reagiert locker, wenn nicht die freie ist. Hole mir den Bein. Mach ich ein Planeo. Warte. Da komme ich vorwärts schon.
Planeo. Ah, jetzt kommst du mein Gancho. Da kommt ein Vorwärtsgancho. Da kommt eine Dreh mit Gancho. Da kommt ein Planeo. Mit einem Vorwärtsgancho. Habe ich sie nicht gehabt, in einem Moment ist weggerutscht. Aus, alles kaputt. Männer, du musst die Frau haben. Okay? In dem Moment, hier ist locker, aber jetzt habe ich sie. Habe ich sie. Nicht zu dir ziehen. Du hast sie in der Hand und du kannst deinen Arm strecken, damit ist Luft zwischen euch beiden. Das geht. Okay? Ich habe die Dame hier. Ich habe es in der Hand, aber ich habe hier Platz. Nicht die Frau ziehen. Aber, okay. Hier mache ich mein Planeo. Und jetzt will ich aufhören. Jetzt kommt der Bein. Jetzt bist du wach. Doch. Okay, dann viel Spaß damit, oder? Ja, viel Spaß.